Und damit herzlich willkommen zurück zum FIFA 17 Karrieremodus mit Arminia Bielefeld. Wir stehen heute vor zwei interessanten Spielen, die uns bevorstehen. Das erste Spiel ist, wie ihr schon sehen könnt, gegen den VfL Wolfsburg. Das zweite Spiel ist ein Auswärtsspiel in Köln. Und wenn wir die mal in der Tabelle suchen, dann ist das eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was wir letzte Folge hatten. Der erste und der zweite, das sind also unsere Gegner für diese beiden Partien. Wir stehen nach dem Sieg gegen den FC Augsburg endlich mal auf einem Platz, der nicht irgendwas mit Abstieg oder Relegation zu tun hat. Wir stehen auf Platz 13, haben nach 10 Spielen 2 Siege geholt, also auch 10 Punkte aus 10 Spielen. Das ist ganz okay. Ich glaube, ja, damit werden wir zwar nicht in der Liga bleiben, aber es ist auf jeden Fall ein ordentlicher Weg. Immerhin haben wir jetzt mal wieder gewonnen. Und vielleicht können wir das ja jetzt auch nutzen, um den Schwung mitzunehmen in die nächsten Spiele. Ich werde das übrigens auch in dieser Folge wieder so machen wie in der letzten. Vielleicht klappt das dann ja auch ganz gut mit den Siegen, so wie gegen Augsburg. Und gerade habe ich noch in die Nachrichten geschaut und habe da gesehen, dass Schinke immer wieder spielen möchte. Der wollte unbedingt mal wieder in die Startelf und ich glaube, das können wir mal wieder machen oder sollten wir sogar mal wieder machen. Wir setzen mal für Palmer rein und bringen ihn in die Startelf für Staude. Er hat mittlerweile auch schon eine 63, also das geht auch in Ordnung, dass wir den mal ein bisschen mehr spielen lassen. 17 Jahre jung, zentral offensives Mittelfeld, Staude auch noch jung, 19, hat auch eine 65er Bewertung. Also da haben wir, glaube ich, für die Zukunft eine ziemlich gute Alternative für Staude. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob wir so viel verändern sollten, denn das hat im letzten Spiel ziemlich gut funktioniert. Ihr habt es gesehen, nach 3 Minuten, glaube ich, waren wir schon in Führung. Und Meier hat auch noch sein Debüt gefeiert für uns. Das heißt, für den haben wir auch jetzt mittlerweile einen Platz, weil ja Hemlein sich verletzt hat, ist er auf jeden Fall einer, der jetzt deutlich öfter eingesetzt wird. Und ich würde sagen, wir lassen das bei dieser Aufstellung und gehen mal direkt in das erste Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Wir haben in dieser Saison noch kein einziges Heimspiel gewonnen. Und das soll sich jetzt ändern, ausgerechnet gegen den Tabellenführer, gegen den VfL Wolfsburg. Allerdings haben wir auch das letzte Spiel mal endlich wieder gewonnen, nach ganz schön langer Serie ohne Siege. Nämlich, ich glaube, 10 Spiele in Folge hatten wir nicht gewonnen. Und jetzt sind wir endlich mal wieder so weit, dass wir 3 Punkte geholt haben, natürlich immer noch die schlechteste Abwehr, die schlechtesten Sturm, glaube ich. Aber wir stehen nicht mehr auf einem Abstiegsplatz und das ist, glaube ich, das, was am wichtigsten ist am Ende der Saison. Schinkel ist wieder im Team zurück und hier sehen wir das nochmal, die Bestätigung. Wolfsburg hat im Gegensatz zu uns den besten Sturm der Liga, in 10 Spielen 20 Tore geschossen. Und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt hier nicht so viele kassieren werden. Jetzt vielleicht ein Mack über außen, der zieht in die Mitte, kommt da noch jemand mit, da kommt noch jemand mit, da ist es Van Bergen. Und wir haben die erste gute Chance, 9. Minute. Mitchell Van Bergen kann man eigentlich schon mal reinmachen. Schauen wir uns das nochmal an. Hat da ziemlich viel Platz, natürlich ist der Winkel spitz, aber wenn der aufs Tor geht, ist er wahrscheinlich drin. Jetzt vielleicht Schinkel mit der nächsten guten Chance und er geht knapp vorbei. Es fängt schon wieder so an mit unseren Chancen, die wir hier vergeben. Aber gut, der war auch nicht einfach zu nehmen. Weiter 0-0. Bisher noch keine wirklich gefährliche Chance von Wolfsburg. Und wir gehen mit dem 0-0 in die Pause. Und wenn man sich hier diese Zahlen anschaut, dann sieht es doch ziemlich eindeutig aus. Wolfsburg hat auch natürlich mehr vom Spiel, aber Torchancen hatten sie bisher eigentlich keine. Denn das, was hier war, das war wirklich nur ein Kopfball, der einfach nur von Rennen einfach der aufgenommen wurde, der nicht wirklich gefährlich war. Ballbesitz ist natürlich deutlich zu viel. Wolfsburg behauptet den Ball aber auch ganz anders, als das Augsburg zum Beispiel gemacht hat. Das ist da trotzdem ein bisschen zu viel Ballbesitz für Wolfsburg. Ansonsten machen wir es ziemlich gut. Kriegen den Ball nur wieder nicht aufs Tor. Und da gibt es die erste richtig gute Chance für Wolfsburg. Auch wenn er nicht aufs Tor geht, der war ziemlich gut gespielt und da hatten wir eigentlich niemals die Chance, in den Zweikampf zu kommen. Und jetzt kommen auch noch Draxler für die Davi, also es wird nicht einfacher für uns.
Jetzt unsere Chance. Staude kriegt den Ball nicht aufs Tor. Riesengelegenheit, 82. Minute. In einem Spiel, in dem wir eigentlich gar nichts mehr nach vorne zustande bekommen, kriegen wir doch noch diese eine Chance und machen die einfach nicht rein. Wolfsburg mittlerweile deutlich überlegen, wenn auch ohne die großen Torchancen, aber spielerisch trotzdem um Klassen besser. Jetzt kriegen wir vielleicht doch nochmal die Chance. Meier mit der Gelegenheit. Meier, der zweite Einsatz. Er ist eingewechselt worden in der Partie für Van Bergen. Und jetzt hat er hier die Chance, auf 1-0 zu stellen und den zweiten Sieg in Folge zu holen. Und das war's. Wir spielen 0-0 gegen den Tabellenführer. Und wenn ich mir so die Chancen von gerade eben nochmal ins Gedächtnis rufe, dann ist das eigentlich zu wenig. Also was sollen wir jetzt großartig damit anfangen? Wir haben Punkt geholt. Das ist natürlich gut gegen den Tabellenersten, aber es wären locker drei drin gewesen. Gerade die letzten beiden Chancen, 82., 85., da hätten wir einen von machen müssen, weil wir komplett frei vom Tor waren. Aber so ist das im Moment. Wir machen das Ding nicht. Gut, ich meine, unentschieden ist jetzt nicht schlecht. Wir sind ja auch glücklicherweise in einer Situation, wo wir uns das mal erlauben können. Denn immerhin haben wir das Spiel nicht verloren. Das ist schon mal das Wichtigste daran. Und wir stehen auch weiterhin nicht auf einem Abstiegsplatz oder Relegationsplatz. Staude erreicht eine 66, das ist sehr gut. Vielleicht macht er dann nächstes Mal noch seine Chance rein. So, Schinkel wird wahrscheinlich ja, eher glücklich sein, dass er von Beginn an spielen durfte. Mal schauen, was wir gleich im Büro für eine Nachricht haben. So, einmal hat er das gemacht, genau. So, ja, danke, dass wir mich spielen lassen haben. Sehr gut. Ich sehe oben links, wir haben da jetzt eine 69 und es ist rot. Das scheint nicht das beste Zeichen zu sein. Allerdings geht es doch gerade eigentlich sportlich ziemlich nach oben. Also wir haben den Relegationsplatz abgegeben und mehr können wir eigentlich nicht tun. Mal schauen, ob wir irgendwie ein Ziel haben, was jetzt nicht mehr gelingen kann oder schon misslungen ist. Wir sind unter der Zielvorgabe. Weiß ich nicht, kann ich so eigentlich gar nicht sagen. Wir haben Nachwuchsabteilung. Warum zählt das denn nicht, dass wir einen Spieler verpflichtet haben? Vielleicht müssen wir den in die Jugendakademie reinholen. Okay, das können wir noch machen. Einen Jugendspieler um 5 Gesamtpunkte erhöhen und in 5 Spielen einsetzen. Das sind wir auch dran mit Meier. Ja, Markenpräsenz können wir nur erhöhen durch gute Spiele, denke ich mal. Da haben wir natürlich nichts. Pokalrunde 32 haben wir geschafft. Bundesliga-Abstieg vermeiden sind im Moment gut dabei. Und langfristig ist ja noch nicht relevant. Das Einzige, was hier nicht funktioniert hat, ist wahrscheinlich das mit den Spielergehältern. Wobei ich das nicht genau weiß. Ich weiß auch nicht, wo man das hier nachschauen kann. Wir haben hier Finanzen, aber inwiefern wir jetzt nachvollziehen können, wie viel Spielergehalt wir eingespart oder ausgegeben haben, kann ich nicht sagen. Anfangswochenbudget kann ich, nee, ich weiß es nicht, ob das stimmt oder nicht. Müssen wir am Ende abwarten, wie die Ziele dann bestätigt werden oder auch nicht. Wir schauen nochmal auf die Tabelle und ja, spielen dann jetzt gegen den Tabellenführer aus Köln, also zweimal gegen den Ersten, das ist auch was. Vielleicht können wir ja da mal einen Sieg holen. Das werde ich natürlich jetzt gleich auch noch spielen und die Tore zusammenschneiden. Ja, vielleicht schaffen wir dann ja die 14 Punkte, könnten, wenn alle anderen mitspielen, auf Platz 10 springen. Aber dafür müssen wir auch erstmal gewinnen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen oder auch bei Twitter vorbeischauen. Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei den Highlights des Spiels gegen Köln und bis zum nächsten Mal. Ciao.